Pudel. Heute dreht sich alles um den Pudel. Ich habe für dich die 10 wichtigsten Fakten zusammengefasst und stelle dir den Pudel vor. Bevor es losgeht, noch eine kurze Einleitung. Der Pudel ist eine der vielseitigsten und intelligentesten Hunderassen, die ihren Ursprung in Deutschland hat. Durch ihre verschiedenen Größen und das hypoallergene Fell haben sie sich als hervorragende Begleithunde und Hunde für Allergiker etabliert. In diesem Hunderasseporträt wirst du mehr über diese charmante Hunderasse erfahren und warum sie so viele Menschen begeistert. Geschichte des Pudels. Der Pudel hat seinen Ursprung im 15. oder 16. Jahrhundert in Deutschland. Diese Rasse wurde ursprünglich als Wasserhund gezüchtet, der beim Apportieren von Wasservögeln helfen sollte. Ihre charakteristische Fellfrisur diente dazu, ihre Gelenke und Organe beim Schwimmen in kaltem Wasser zu schützen, während der Rest des Körpers leicht und beweglich blieb. Wesenszüge und Charaktereigenschaften. Pudel sind bekannt für ihre Intelligenz, Energie und Lernfähigkeit. Sie sind freundlich, loyal und liebevoll, weshalb sie sich gut als Familienhunde eignen. Die Rasse zeigt einen starken Will to Please und ist leicht zu erziehen. Pudel sind sozial und vertragen sich gut mit anderen Hunden und Haustieren. Ihre Anpassungsfähigkeit und Vielseitigkeit macht sie zu einem vergnüglichen Begleiter. Passt der Pudel zu mir? Pudel sind in verschiedenen Größen erhältlich. Standard, Zwerg und Kleinpudel, was sie für eine Vielzahl von Lebensstilen geeignet macht. Sie sind ideale Begleithunde und eignen sich auch gut für Hundeanfänger. Allerdings sollte man sich bewusst sein, dass Pudel regelmäßige körperliche und geistige Auslastung benötigen. Pudel sind auch gut für Hundesportarten geeignet, wie zum Beispiel Agility, Obedience oder Flyball. Wenn du einen Pudel in deiner Familie aufnehmen möchtest, solltest du mit einem Preis von 800 bis 1500 Euro rechnen, wenn du ihn von einem seriösen Züchter kaufen willst. Wie halte ich einen Pudel? Erziehung und Entwicklung des Welpen. Pudel sind intelligent und lernwillig, was die Erziehung erleichtert. Mit einer liebevollen, konsequenten Erziehung und Sozialisierung werden sie zu treuen und folgsamen Begleitern. Eine positive Verstärkung und Belohnung fördert das Lernen und stärkt die Bindung zwischen Hund und Halter. Zum Thema Hundeerziehung und Welpen habe ich dir unter dem Video noch ein paar Tipps und Empfehlungen verlinkt. Bevor es weitergeht, falls dir dieses Video gefällt, dann abonniere doch den Kanal und du verpasst keine weiteren spannenden Hundevideos mehr. So, machen wir weiter. Wie viel Beschäftigung braucht der Pudel? Pudel benötigen tägliche körperliche und geistige Auslastung. Sie lieben es zu schwimmen, zu laufen und zu spielen. Hundesportarten wie Agility, Obedience oder Flyball können eine gute Möglichkeit sein, den Hund zu beschäftigen und auszulasten. Pudel sind zudem sehr gelehrig und eignen sich hervorragend für Tricks und anspruchsvolle Übungen. Gesundheit und Pflege. Die Fellpflege des Pudels ist anspruchsvoller als bei vielen anderen Rassen, da ihr lockiges Fell regelmäßig gebürstet und getrimmt werden muss, um Verfilzungen und Hautprobleme zu vermeiden. Pudel sind hypoallergen, was sie zu einer geeigneten Rasse für Allergiker macht. Achte darauf, Ohren und Augen regelmäßig zu kontrollieren und zu reinigen. Pudel können anfällig für bestimmte gesundheitliche Probleme sein, wie zum Beispiel Hüftdysplasie, Patellaluxation, verschiedene Augenerkrankungen und Epilepsie. Eine verantwortungsvolle Zucht und regelmäßige tierärztliche Untersuchungen können dazu beitragen, das Risiko solcher Erkrankungen zu minimieren. Interessantes und Wissenswertes. Pudel sind für ihre Intelligenz und Leistungsfähigkeit bekannt, was sie zu idealen Hunden für verschiedene Arbeitsbereiche macht. Sie werden häufig als Rettungshunde, Blindenhunde und Therapiehunde eingesetzt. Ihre Fähigkeit, sich auf Menschen einzustellen und ihnen zu helfen, macht sie zu wertvollen Begleitern in verschiedenen Lebenssituationen. Die Rasse hat auch einige prominente Fans, darunter Winston Churchill, Marilyn Monroe und Elvis Presley. Die Beliebtheit des Pudels zeigt, wie sehr Menschen von dieser vielseitigen und liebenswerten Rasse begeistert sind. Das waren auch schon die wichtigsten Punkte zum Pudel. Danke, dass du bis hierhin zugeschaut hast. Bis zum nächsten Mal, deine Hundefreunde von Hunde Fantastisch.